Ja, wir gehen los. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Donnerstag. Alle heulen. Nuki schafft das. Nuki schreibt heute halt ihre erste Arbeit. Sie schafft das. Sie schafft das. Sie schafft das. Gut gelernt. Sie schafft das. So gut du kannst. Das schafft sie. Schafft sie. Na komm, wir gehen. Tada, Mizi ist wach geworden. Fleisch ist offen, Mizi wach. Guten Morgen. Jo, ich mach auf, Opferkerze ist an, ich packe raus. Heute kommt der Dennis vorbei und wird kochen. Mit anderen Worten, wir kochen zusammen wieder. Heute wird noch ein schöner Tag. So wurde gesagt. Na, ich fang mal an, ich pack mal raus. Und dann habe ich irgendwo noch so ein Rubik's Cube gehabt. Meine Tochter will so ein Ding haben. So was hatte ich doch hier irgendwo. Das kommt definitiv raus. Ich räume mal ein bisschen auf hier und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es was Interessantes gibt. Wo warst du die Tage? Ich war am Dienstag, war ich, Moment, war ich, also ich überlege, ich war heute Abend, war ich in Wohnung dran, war ich im Jahr. So. So, jetzt war ich im Jahr, war ich in Wohnung dran. So. Und dann war ich, gestern war ich im Wald Angeln, da bin ich ganz am Mittag heute. Du hast 5.000. Eieieiei. Ja. Was gibt's Neues? Ja, nicht. Alles beim Alten. Was? Alles beim Alten. Hast du alles wieder gekriegt, gekauft, ja? Nö. Ich habe, bei mir haben sie auf dem Briefkasten draufgestellt. Geht der Weiser? Und der Weiser auch so, das zählt über die gerade DVD. Ja. Der weiße See, drei Stück und eben mal so ein Film von Matane Zinne. Wie heißt die? Die alle drei Stück. Da sind drei Stück drin und eben mal mit noch ein Film. Wie heißt denn der? Aber irgendwo gleich mit drin genommen. Da war alles im Kasten gesteckt. Ich weiß nicht, wer das war. Ich hab da kein Glück bei dir. Hast du bei Alex im Kasten gesteckt? Nee, ja, ich wusste, wo der, ob er das war, aber. Ich krieg aber von der hat der steckt dem halt im Kasten drin. Gestern heute oben wieder so eine Zelle drin gehabt, gestern Abend. So von den Schwarzen da drüben war. Ja, eben. Ja. Das ist weiter nicht neu jetzt. Für mich ist ja dann nicht frei, was tun wir, wenn ich das so sehe. Ich meine ja, nee, wir nicht haben. Ich war noch weit frei gedacht, ich suche Freddy. Ja. Das ist nicht sage, ja, nee. Ja.
Ich bin eben so, und da hab eben so eine 2 oder 3 Lieder, komm, so wie Heinze-Fan sozusagen, oder so Freddy-Fan, so Andrea Berg, so die war ich so. Die Lieder, die einfach so mag, so, ja, erstmal so. Genau, hier, jetzt sind wir auf Mallorca, stell mal das Hunger. Sintflut auf Mallorca? Ja, so. So, zeig mal, Hartz-IV-Empfänger sollen Strafarbeit machen. Kennst du den Ehemann? Der ist so unmöglich, Fahrrad fährt hier um die Ecke, hier runter, hier um die Ecke, wisst ihr, die kennst du auch. Der eine, der hier um die Ecke wohnt, ja, mit Fahrrad. Naja, der hier um die Ecke, der ist Spielkauf, der wohnt im Spielkauf. Ja, der steigt immer rum, der guckt immer, wo er was. Ist meine Polizei? Wo er was hin, ha? Bist du eine Polizei? Nee, ich bin nicht meine Polizei. Ist eine Birkner Polizei. Passt, passt auf hier auf die Straße. Ich fahr auf die Straße, ob sie alle noch auf die Fahrt im Wald. Und was ist das hier? Nein, das ist meine Wohnungsschlüssel. Da komme ich nicht in die Wohnung mit. Die muss ich haben, die Schlüssel. Und wenn ich nicht habe, das steht draußen. Dann muss ich bei den Onkel schlafen. Dann muss er hier schlafen, ja. Ja, das war, ja. Fauna, ja, oder ich muss bei dir zu Hause schlafen, wenn ich die Schlüssel nicht habe. Bei dir im Bett. Das ist ein bisschen klein, oder? Ja, das ist ein bisschen klein, wa? Ja, aber ich hab keinen Schlüssel unten geworfen. Was hast du? Ich hab keinen Schlüssel noch unten. Ach so. Was sollst du denn nun sagen? Was sollst du denn nun erklären, wa? Die ganzen Lämpchen werden wir jetzt mal aktivieren. Heute. Erstmal sauber machen, da ist so viel Wachs drin. Der ganze Wachs. Gut. Ich glaube, es kostet 2 Euro oder so. Irgendwann mir so ein Aufriss hier wegen dem Ding. Aber ja, ich hab's ja schon da. Muss ich es nicht mehr holen. Der Aufsatz, oder halt Lastschirm oder was auch immer, wie auch immer man das nennt. Naja, ja, Teelicht. Jetzt brauchen wir noch ein Teelicht, das hatte ich auch schon irgendwo hier und dann ist das Ding fertig. Hänge ich es draußen an und mache es nachher an. 11:30, jetzt bin ich fertig mit rausräumen. 11:30, ey. Naja, ich habe auch ein bisschen sortiert draußen und ein bisschen hin und her geräumt. Das nimmt Zeit in Anspruch, das glaubt man ja nicht. Jetzt baut beim Cruiser die Lampe an. Das Licht. Dazu brauche ich einen Halter. Thank you.
Lampe für hinten. Wir haben ein Problem mit dem Rücklicht. Das ist nicht mehr lieferbar. Jetzt muss ich irgendwas basteln, irgendwas frickeln. Und ich meine, die sind ja für den Anfang auch nicht so schlecht, wenn man die hier links und rechts anschraubt. Die sehen ja richtig geil aus hier. Eigentlich. Vielleicht muss man sehen, ob das ihm gefällt. Das werde ich erstmal so machen. Wenn es ihm gefällt, dann zahlt er die Arbeit, was das mehr kostet sozusagen. Die Dinger kosten ja verschwindend gering. Die sind ja Nachbauten. Die kosten 4 Euro ein Stück oder so. Ich würde mal zwei von den Dingern nehmen. Schauen wir mal, die werde ich aufbauen müssen. Die Bohrmaschine ist von gestern noch so verstopft. Ist ja furchtbar. Next. Ja, so sieht das dann aus, ne? Wie ein Raumschiff. Am Ende. Sieht schon cool aus irgendwie. Zum Cruiser passt das ja auch. Ob er das so will, weiß ich nicht. Ich schließe es jetzt erstmal so an. Ich habe jetzt keine andere Chance. Anderes Licht habe ich jetzt gerade nicht, was hier ranpasst. Irgendwie gut aussehen würde. Hi! Hallo! Alles schick? Alles schick? Ja, hast du Pause gestern gemacht? Ist eine Pause. Ich warte auf deine Frage, wo warst du? Du warst genau in Pause davon. Von wann bis wann hast du Pause meistens? Oder machst du das je nachdem, wie du Lust hast? Naja, gestern war nur meine Frau da und dann sind wir was essen. Na bitte, warum nicht? Muss auch sein. Muss auch sein. So, das Fahrrad wurde abgeholt. An David geht es. Ja, hoffen wir mal, dass der Teil ankommt, ey. Oh, toi, toi, toi. Mit dem anderen bin ich noch nicht weiter. Habe ich noch nicht geguckt. Muss ich mal bei eBay gucken, ob der mir was geschrieben hat. Ja, 171 Euro. Das ist ganz schön fett. Ich muss diese dünne Kabel hier durch diesen Schrumpfschlauch kriegen, der ziemlich lang ist. Jetzt habe ich mir einen Bautenzug genommen und das mit dem Bautenzug verbunden, den Bautenzug so ein bisschen aufgedreht und das Kabel dazwischen geschoben. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Meistens funktioniert es. Ja, sauber. Jetzt kann man nicht abziehen hier. Ja. Super, klappt. Ja, sind die beiden Züge zusammen, hängen hier keine einzelnen Kabel rum. Ja. Ob ich den Schrumpfschlauch jetzt noch schrumpfe, ja, weiß ich nicht. Moin. Hallo.
Hi. Hi, seid ihr in der Fahrradwerkstatt? Auch. Auch. Was hast du? Und, hä? Was hast du denn? Nö, ich hab nix. Ich hab nur so ein... Das sah ganz schön aus draußen. Okay. Ausnahmsweise brauche ich nichts. Das ist doch gut. Ja, oder? Alles läuft, läuft. Danke dir. Ja, bitte. Und sich alle umschauen, wenn du magst. Wie kaufst du die Lampe hier? Die, ja. Die habe ich, wie du siehst, gerade erst erworben. Die ist noch nicht sauber gemacht. Nee. Aber... Wie teuer ist sie? Kostet 70 Euro. Ich habe noch eine andere, die da drin hängt noch eine andere, die ist genau andersrum. Also die Lampe nach unten. Ah, okay. Mit, allerdings sind das 20 und bei der anderen sind es nur 12 oder so. Und weil, also die funktioniert aber, ne? Oder? Ja. Naja, also gut, bei der, die ist jetzt noch nicht geschickt, ne? Aber ich denke, ich gehe mal davon aus, dass die ja noch abgenommen sind. Seit ungefähr 15 Jahren im Keller gewesen. Wow. Und ja, die Birnen, die kriegt man auch. Die anderen sind abgebrochen, weil die wurde nicht sehr schön gelagert, weil tatsächlich. Ja. Aber die kriegt man ab, also was ist da? Man muss es einfach rausdrehen? Genau, muss man einfach rausdrehen. Das ist nur die, dieser Kopf. Ja, ja, ja. Und die andere liegt da hinten auch in die Wohnung? Nein, die steht, die hängt. Also die kannst du an der Decke sehen. Okay, cool. Die ist auch recht schön. Kostet allerdings ein bisschen mehr, ne? Ist halt schon fertig. Ja, ja, das macht Sinn. Ja, genau da so. Ah, ja. Wolfgang räumt draußen schon wieder um, statt er runterkommt, sich einen Stuhl holt. Funktioniert. Bitte? Ja, morning. Guten Morgen. Ich habe ein Problem mit diesem Fahrrad. Zwei Räder. Ich glaube, es ist ein Problem mit diesem. Es ist vielleicht ein Reifpanik. Aber hier wird ein großes Problem. Ein großes Problem. Wieso? Was ist damit? Ist klar. Ist flat tire. Ja, das ist der Plattteil, aber hier... Da sind die platt oder musst du nur aufpumpen? Hm? You have to pump only or...? No, 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 this is not only pumping, this is the repairing. And this one too, or what? Yeah, yeah, this is, I think, supposed to pumping, but the other one is... Ah, okay. Inside are a little bit burned. But it is running. So it's not like fixing these things because fixing it, how much does it cost? Because I don't have 100 euros, what I'm expecting to pay. So what's the problem with this one? So okay. When I walk in it, it makes
tick, tick, tick. Like for instance, I cannot remove my hands. It will slide. Or you ride it like it is, but you have to pump it up. You need pressure on the wheels. So you cannot ride like this. Can I pump it? Yeah, sure. We have the pump outside. Yeah. Yeah, that's no problem. You can pump it and we check. Yeah. Yes, I will do that. Or I can check it then and feel the problem. I don't know. Now at the moment I don't see a big problem. I see the quality, and the quality is okay. Yeah, maybe I can pump it and you can ride it and see what's the back wheel is like. The wheels are not the best, so and that you can hear. But the other stuff is okay, maybe. Ja, ich will in der Kellerin mal nachher, ich war ja gestern Abend. Ja. Dennis, was brauchen wir letztens jetzt gesehen alle? Wie? Alex hat sich beschwert, dass er den nicht kriegt? Ja klar, logisch. Wollte er den Vakuum, ich sage, die hat Dennis versprochen. Oder wo wollte wohl Alex hin, habe ich da was angezeigt. Er ist das ruhig. Na, aber das ist doch deiner, oder nicht? Das ist ja meiner, wirklich. Ich sah ja gerade. Ich habe den Dennis versprochen, weil er da war schon mal bei mir. Ich habe ihn in der Zeit gesagt, er hat zum Angeln. Da kannst du alles drin schmeißen, wenn du angeln gehst, dann kannst du ihn haben. Cool. Der Dennis hat seine Geschenke im Ring genommen. Ich freue mich sehr. Ich habe es euch mal gesehen. Ich habe euch mal gespult. So lange wollte ich nicht aber eigentlich den Schenken in den Grab. Die Antwort für mich, ich konnte es nicht abwarten. Wir Dome lassen Deutsch vielleicht nur ein paar hundert Jahre in Vorland eingewandert. Was hast du denn da für Bücher hier? Ja, ich habe gerade angefangen zu lesen. Der falsche Prinz. Aha. Ich mit ihm zusammen. Hab darum gebeten, dass du mich anrufst, wenn die Zeit hat. Naja, dann haben wir mal gesprochen. Bin ich kurz raus aus der Praxis, weil Bianca ja auch da ist. Ne? Für dich, ja? Da hat mich aber einer was. Das war alles der Güter Report. Ja, ist egal. Wahnsinn. 11:25. Ja, da ist ein Kaffee. Der Kaffee. Da ist eins unten drin, genau. Oder wahlweise so Spaghetti Bolognese oder... Was ist ein Bolognese eigentlich? Pellkartoffel. Oh Gott. Pellkartoffeln? Ja. Blutwurst. Blutwurst. Habe ich gerade gehabt. Hast du gerade gehabt? Ja. Bratkartoffeln hast du ja. Nee, vom Bäcker. Von was? Vom Bäcker. Frische Blutwurst, frische Gärung. Ja, lecker, lecker. Wohl den, der eine Heimat hat, die Heimat macht den Dümmsten satt, solange es die Touristen gibt, der meine Sohn ist so lieb, oder? Guck mal vorne, da hab ich noch nicht gemacht. Ich würde sagen, du rotzt doch nicht etwa hier auf die Straße, Alter, das ist hier der Hölze. Wolfgang, ich hab's auf Band, das kann nicht wahr sein, ey. Du kannst doch nicht hier rinrotzen, na, sag mal, ey, ist ja furchtbar. Oh, schämlich. Da, siehst du, so macht man das, in die Gosse. Ciao, ciao. Nee, was wollte ich denn sagen? Ja, bevor du gerotzt hast, was wolltest du sagen? Das weiß ich nicht. Ich hab Fussel auf dem Mund gehabt. Ja, dann macht das hinter dich. Gut. Nicht hier auf die... Ich wollte sagen, er macht doch Pellkartoffeln. Pellkartoffeln. So, liebe Leute, ich verlege einen neuen Schaltzug hier bei dieser wunderschönen Dreigangschaltung. Hier, pop. Schauen wir mal. Hier haben wir den Zug, Edelstahl. Wird hier bei diesem alten, wunderschönen alten Sackshebel hier reingeschoben. Dadurch. Meine Güte.
Wohnzimmer, in den Keller runter. Ja. Links lang. Links lang. Hallo. Ich frage, ob Sie mehrere davon haben oder nur die zwei da oben. Na, nur die zwei, nur so wie da ist. Okay, danke. Bitte, bitte. Jo, jetzt baue ich die Hülle ab, die alte. Die hier, weil die ist hier schon gebrochen. Die muss man natürlich tauschen. Kann ich Hamburg? Ja, ein Strick. Ich gehe jetzt die Zwerge holen. Alles okay? Bist du dann bei mir oder? Na, ich würde jetzt. Bist du dann wieder weg? Ne, gestern waren die da oben richtig sauer reingemacht, die Kinder, als ich kurz bei denen unten war. Ne? Hast du da heute schon aufgeräumt? Nee, gar nicht. Arbeiten. Naja, jetzt gerade. Du musst doch nicht arbeiten. Jetzt gerade die halbe Stunde? Die Stunde, ja. Nee, ich gehe jetzt nach oben. Ach Mann, jetzt mit dir wird das nichts. Das kann ich abschreiben. Ist vorbei, ich hab mein Leben verwirkt. Erledigt. Bin geliefert. Leben verwirkt. Erledigt. Ich bin geliefert. Aber das nicht wird mit dir. Ach Gott, ey. Schwer. Du rennst aber erst weg und dann willst du dich mit mir unterhalten. Das ist ja auch bescheuert. Ich dachte, du sagst Tschüss, aber du redest die ganze Zeit. Naja, kannst du mal sehen. Und du läufst einfach weiter. Ich sage, mit dir wird das nicht. Ich habe mein Leben verwirkt. Ende Ritze, das wird nicht mehr. Du hast dein Leben verwirkt? Ja, mit das, mir? Ja, jetzt habe ich an dich abgegeben quasi, aber das war ein Fehlgriff, eine sogenannte Niete. Sie war meine Niete. Ja. Entschuldigung. Hä? Entschuldigung. Was schön ist halt, was du dazu zu sagen hast. Was soll ich dazu sagen? Du hast mich als Niete bezeichnet. Ich gab dir ein Leben. Wer war denn das? Er gab dir ein Leben. Hier. Der Jude. Michel gab dir ein Leben. Genau. Friedmann war das. Friedmann, genau. Fried der Jude. Schön. Wer war denn das? Ja, der Jude. Ich hab den Schlafaugen. Der mit den Schlafaugen, genau. Guck's auch. So, ich geh jetzt die Kinder holen. Ja, ich hab dir ein Leben. Ich hab dir mein Leben. Er war zusammen mit wie hieß der? Schlingensief. Genau. Ich schaue gerade vor mich selber jetzt. Schlingensief durch die Nacht. Ja. Das war gut. Der Michel gab dir ein Leben. Geschenkt. Mr. Geschenkt. Moin. Hallo. Hallo. Einfach durchtreten, wenn ihr wollt. Wenn euch traut. Hi. Moin. Das ist ja geil, das Teil. Ja, der ist schick, ne? Wo kommt denn das her? Weiß ich aber oder so. So. Was magst du denn dafür? 4 Euro. Ja? Ja. Cool. Die 3 Euro. Okay, cool. Das ist ja das Goldpreis. Ja, natürlich. Und ansonsten machst du hier Fahrräder noch? Fahrräder mach ich auch, ja. Cool. Ist das neu hier? Nö. Das ist nicht neu, ich glaube. Tja, Mensch, ey, das läuft ja. Den Trödel ist unglaublich, wie das dann die Leute so anspricht. Wenn dann auch noch gutes Wetter ist, ey, müsste ich im Sommer auch durchziehen. Trödel und das andere Zeug. Dann massig. Aber jetzt so, wo es so ein bisschen ruhiger ist. Der Wolfgang, der freut sich da oben zu sitzen und die Leute ihn anquatschen. Ja. Frau mal drin, was da haben will. Freut ihn richtig, merkt man.
in der Narbe irgendwo. Ey, Narbe ist kaputt. Der Dynamo existiert nicht mehr wirklich. Und wissen Sie, mit dem Licht und. Horcht mal. Wow, fühlt sich auch an wie ein Sägewerk da drin. Das ist ja furchtbar. Naja, Dynamo. Kabel nach hinten ist in Ordnung schon mal. Da muss eine neue Lampe auch ran. Lampe nach vorne ist auch okay. Kabel nach vorne ist auch okay. Super. Hier hinten hält es nicht mehr. Hier ist ausgebrochen, hier oben. Kann ich nicht mehr zuschrauben. Ne, da, da. Gestern die Funde auf der Straße, heute mal gucken. Ja. 15 Euro. Hallo. Was für ein chaotischer Tag. Mensch, irgendwie haben wir noch keine richtigen Aufnahmen zustande bekommen. So, den Dynamo habe ich jetzt hier angebaut. Licht funktioniert. Jetzt muss ich die Lampe hier noch tauschen. Ja, Butzi, ist deine Tochter nicht da? Meine Tochter ist da, ja. Na, dann kann die mir doch helfen, oder? Ja, die kann dir bestimmt helfen. Ja, ja. Ja, mach doch. Eine Klingel, oder? Oder was? Ja, Klingel. Wir fragen hier. Musst du in den Keller gehen und fragen? In den Keller gehen und fragen. Dennis, was hat er denn? Ich weiß es nicht. Was hast du denn? Wie kostet denn die CD? Wie viele? Alle? Die CDs, alle, ja, oder eine. Da weiß ich nicht, alle oder eine? Alle oder eine? Eine. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß? Alle. Alle. Dennis kocht draußen. Oh, ich habe so viel zum Wegschmeißen heute. Ich lasse die Kamera so sinnlos laufen gerade. Ist ja furchtbar. Hi. Okay. Unten hast du keinen Empfang. Wird gleich abbrechen. Scheint ja lebenswichtig zu sein. Na, da kommt sie lieber nicht runter, statt später nochmal ins Ofen. Ja, ist auch unglaublich. Aber das ist heutzutage. Handy hat halt einen absolut hohen Stellenwert. Wunderbar. Wir sind die Geburtstagsparty gegessen habe, alles gewesen. Ich nur am Fernseher gepennt habe und Marshmallows dabei gegessen habe. Nein.
Mmh, was gibt's denn Leckeres? Noch alles Mögliche. Gemischt. Gemischt? Gemischt. Gemischt. Ja, eben da, zeig doch mal, was hast du denn da? Meine Güte, ein Kilo für Dennis alleine auf alle Fälle erstmal. Sehe ich etwa da aufsteigende Hitze? Ja. Meister, ich brauche einmal die Luftpumpe. Die steht neben dem Eingang. Für, oh, schön gekocht. 1:50. Aber kommt ja hier im Suppenkopf, halt ja uns vergessen. Ach, ein bisschen Bleinote im Essen, kommt gut. Das Schwebe. Und du hast quasi für Skadi eingekauft. Ich wollte ja sie ist so ungeboren. Und dann habe ich dir doch einen Namen gesagt. Hey Mama, wie wär's mit Skadi? Und du sagst, ne, so ähnlich vielleicht. Vielleicht mit Skadi. Oh Mann, dann sag ich, oh Mann, Skadi gefällt mir aber besser. Ich bist dann halt damit mit Blumen aufzuwachsen. Ja, die hat natürlich andere Umstände noch als andere Kinder. Das Garten ist ja normal, die kennt es ja nicht anders. Ne? Ja, na ja. Hat auch seine Vorteile. Ja. Da kommt die Beste zusammen. Gut, wird rein, eingepackt. Alles eingeladen. Mann, haben wir alle drin, ich glaube, ja. Ja, da ist noch so ein alte, Rolle. Das muss ich noch anschließen, genau. Und dann machen wir Feierabend hier, weil heute ist ja. Nicht bis 9 oder was? Nur mal ja. Bis die Fahrrad angeschlossen ist, bis ich das Fahrrad angeschlossen habe, hier unten noch ein bisschen aufgeräumt habe, dann ist es schon locker 9. Er hat mir ein paar Felgen gestellt, 24 Zoll Felgen. Und er meinte, er hat hinten eine Chris-King-Narbe verbaut und wollte 100 Euro dafür haben. Und aufgrund der Chris-King-Narbe habe ich gekauft, weil in der Chris-King mit Dingsbumsaufnahme, egal wie alt die ist, also kostet er im gebrauchten Zustand auch schon mal 100 Euro. Da habe ich gesagt, mach ich, dann kommt das an. Und ja, aber über eBay Kleinanzeigen. Und es war ein sehr junger Mensch, der das verschickt hat. Und da habe ich gedacht, naja, habe ich ja wenigstens. Also war eine Hügelnarbe hinten drin, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber erstmal war der Aufsatz, womit die Kassette befestigt, schief drin geschraubt. Das heißt, dass der Zylinder davon drin jetzt im Arsch ist. Da habe ich gedacht, na, habe ich ja wenigstens einen Satz neue Mäntel. Die kosten ja neu, wenigstens nagelneue Mäntel. Ja, kosten auch 150 oder so was. Halt. Ich weiß jetzt nicht, welche machen. Also eine, was weiß ich, 3, noch mal Zoll breite Dinger. Und dann dachte ich, das ist ja cool, kann ich ja wenigstens verbauen. Dann kicke ich so und das Hinterrad, dann hat er die Noppen an der Seite abgeschnitten, weil das wahrscheinlich in seinen Hinterbau nicht reingepasst hat. Echt, das war das erste Mal, dass ich Müll gekauft habe. Ja. Ja. Noppen ab, weil er hat nicht reingepasst in den Hinterbau. Muss die Noppe ab? Gucken wir mal. So. Gut, alles klar, ich mach Feierabend. Tschüss. Ciao. Bis bald. Ohr und out.